No Name von Barbara Sobeck, gesprochen von David Lutz Miller. Jetzt mache ich schon so lange mit dem Igel rum und er hat immer noch keinen Namen. Es gibt ja Leute, die ihren Hund jahrelang Hund rufen. Hund, komm her! Hund, komm Fuß! Die finden das cool. Aber ich weiß nicht. Hasso oder Momo oder Pippi ist doch allemal besser als Hund. Ich kenne aber auch Leute, die keinen richtigen Namen haben. In unserer Nachbarschaft, da wohnte eine Familie mit 2 Kindern. Der Junge wurde immer Burschi gerufen, seine Schwester Mädi. Ob ihr es glaubt oder nicht, die sind heute noch Burschi und Mädi. Am berühmtesten ist wahrscheinlich der Bubi Scholz. Ein weltberühmter Boxer, ein Muskelpaket. Und alle Welt nannte ihn Bubi. Obwohl er Gustav Wilhelm Hermann geheißen hat. Echt. Lange Rede, kurzer Sinn. Igel brauchen einen Namen. Einen richtigen Namen. Ich erwarte schließlich auch, dass ich mit meinem Namen angesprochen werde. Aber wie soll ich ihn nennen? Ein Name ist wichtig. Der muss im Ohr liegen. Der muss Assoziationen freisetzen. Der muss positiv besetzt sein. Die Namen meiner Freunde sind bei mir alle positiv besetzt. Aber die kann ich ja nicht nehmen. Die gehören ja meinen Freunden. Die Namen der Leute, die ich nicht ausstehen kann, die finde ich ätzend. Denen würde ich ohne schlechtes Gewissen die Namen wegnehmen. Aber wer will die schon? Namen und Personen gehören untrennbar zusammen. Wenn ich jemandes Namen höre, dann habe ich diese Person sofort bildlich vor Augen. Wenn ich zum Beispiel den Namen Marilyn höre, denke ich sofort an Marilyn Monroe, automatisch. Selbst wenn Marilyns Eltern ihre Tochter Inge getauft hätten, würde ich, wenn ich den Namen Inge höre, immer an Marilyn denken. Da hätte auch Inge nichts dran geändert. Aber egal, sie hieß nun mal Marilyn. Ein anderes gutes Beispiel ist Cäsar. Jeder denkt bei Cäsar an Cäsar. Klar, Hundenamen spielen in diesem Zusammenhang keine Rolle. Obwohl Cäsar ja ein Buch über einen Hund geschrieben hat. De Bello Gallico. Das heißt, über den gallischen Bello. Das wissen die wenigsten. Aber ich schweife schon wieder vom Thema ab. Also nochmal, bei Cäsar denkt jeder an Cäsar. Hätten seine Eltern ihn Dieter genannt, müssten wir unsere ganzen Geschichtsbücher umschreiben. Und jeder Dieter würde einen dann an Cäsar erinnern. Schon gut, dass sie das nicht gemacht haben. Denn Cäsar war ja ein gewalttätiger Mensch. Und damit hätte er jeden Dieter in Misskredit gebracht. In beiden Fällen muss man sagen, dass die Eltern ihre Sache ganz gut gemacht haben. Sie hätten auch viel falsch machen können. So ist das mit den Namen. Ich finde, es ist unheimlich kompliziert. Man zerbricht sich den Kopf, kommt vom 100. ins 1000. und hat immer noch keine Idee. Ich muss schon sagen, was Eltern in dieser Hinsicht leisten, ist unglaublich. Wenn alle Eltern so wären wie ich, dann wäre die Hälfte aller Kinder namenlos. Und alle Igel sowieso. Cäsar, Marilyn, Augustus, Lady Gaga...